Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Lemm. Ich bin Geschäftsführer der 3Scan Solutions GmbH. Wir sind ein Unternehmen, was spezialisiert ist auf die Digitalisierung von Bestandsgebäuden. Wir haben uns diesen Markt ausgesucht, weil wir denken, dass in den nächsten Jahren alles, was jetzt momentan an Bestand vorhanden ist, immer mehr in die Digitalisierung und auch zu einem digitalen Zwilling führt und auch benötigt wird. Diese Aufgabe ist aber auch sehr groß, weil es ein eigenes Fachwissen wiederum benötigt, sodass wir uns entschlossen haben, genau diesen Bereich zu bedienen. Wir haben heute das Thema Herausforderungen für die Digitalisierung von Bestandsgebäuden bei energetischen Fassadensanierungen. Das ist ein Anwendungsfall, warum ein Bauherr einen digitalen Zwilling von seinem Gebäude benötigt. Und in diesem Bereich haben wir in den letzten Jahren erhebliche Erfahrungen sammeln können, die notwendig sind, um die Vorgaben, die uns die Bauherren stellen, auch entsprechend erfüllen zu können. Wir haben jetzt alleine in den letzten 2 Jahren 20 Mehrparteienhäuser mit ca. 248 Wohneinheiten digitalisiert und die haben uns vor die eine oder andere größere Aufgabe gestellt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ist denn bei für eine serielle Fassadensanierung wichtig? Naja, wir brauchen Genauigkeit. Warum? In einer seriellen Fassadensanierung setzt ja voraus, ich produziere eine Fassade vor, egal in welcher Bauart, aus Holz, aus Kunststoff, mit der entsprechenden Dämmung, inklusive Fenster und allen Leibungsöffnungen. Und ich als Hersteller von solchen Elementen möchte ja sicher gehen, dass meine Elemente passgenau auf mein Haus draufpassen. Das heißt, wenn wir jetzt in einer Vermessung anfangen zu sagen, naja, Auge mal Pi, das Fenster ist ungefähr an der Stelle, dann reicht das nicht aus, um die Planungsvorgaben und auch die Aufgabenstellung zu erfüllen. Die Aufgabenstellungen, die wir haben, ist, dass wir eine Genauigkeit, und zwar eine absolute Genauigkeit von klein 1 Zentimeter benötigen. Jetzt sagt ja jeder, naja, der Laserscan ist doch genau. Warum reden wir hier von 1 Zentimeter? Naja, wir reden von absoluter Genauigkeit, und zwar von einer Fassade bei 0 Metern bis 50, 80, 90, 100 Meter. Das ist für uns die absolute Genauigkeit, die für uns entscheidend ist und nicht die Genauigkeit einer Leibungs- oder Fensteröffnung, die ein Scan ja erfassen kann und in sich millimetergenau ist. Wir brauchen aber auch in dieser Punktwolke eine korrekte Ermittlung der Geschossebenen. Auch das ist wichtig für den Bauherrn, weil er nämlich sicherstellen muss, dass seine Wandaufhängung, seine Wandmodule genau auf Höhe der Geschossebenen entsprechend auch montiert werden können. Stellt man aber fest, dass die Geschossebenen zu niedrig sind, dann führt es zu einer Umplanung der Aufhängung aufgrund von statischen Gegebenheiten, die vorher ermittelt werden müssen. Und ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe ist, dass wir auch alle Leibungen, wir haben hier also alle Leibungsöffnungen wie Fenster, Türen, Balkone exakt vermessen. Und wenn wir heute dann von einer Vermessung reden, ist ja die nachgefolgerte Aufgabe die Modellierung. Das ist ja dann das, was wir als Ergebnis auch übergeben. Wir arbeiten sehr häufig mit Revit. In Revit gibt es Revit-Familien. Das heißt, ich habe Produktfamilien für Fenster, Türen und für alle entsprechenden Elementarteile. Und wenn ich mir jetzt ein Fenster für dieses Bauobjekt ausgesucht habe, dann ist nicht der Weg, dieses Fenster mit Copy und Paste auf eine Horizontale einfach durchzukopieren. Nein, es passt nicht, weil wir stellen bei 80, 90 Jahre alten Gebäude aus einer britischen Siedlung in Mönchengladbach fest, dass jedes Fenster schief ist, Abweichungen von 1 Zentimeter aufweist, in Höhe, in Breite und in Lage. Und das bedeutet für uns, dass wir die Erfassung so genau machen müssen, dass wir das später in der Modellierung auch übernehmen können und dass der Modellierer in der Lage ist, jede Leibungsöffnung separat zu erzeugen und auch in dem Modell anzulegen. Nur dann sind wir auch in der Lage, mit Gewissheit unserem Auftraggeber zu sagen, das ist die Fassade als Bild, so wie sie vorliegt, und das ist dann auch der tatsächliche digitale Zwilling. Insofern brauchen wir auch die Darstellung von schiefen Wänden. Wir haben Objekte gehabt, da haben wir eine Neigung von der Wand gehabt von bis zu 8 Zentimeter.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, 8 Zentimeter oben auf 9 Meter Höhe beim dreigeschossigen Haus. Wenn ich da jetzt eine neue Fassade einhänge, die lotgerecht gebaut wird und ich hänge sie oben mit 1 Zentimeter Wandabstand ein, dann bin ich unten auf 9 Zentimeter Wandabstand. Das heißt, die Fensteröffnungen, die ich dann im Erdgeschoss oder im EG habe, sind in der Tiefe ja eine ganz andere wie oben in der dritten Etage, würde so gar nicht funktionieren. Das heißt, der Bauherr braucht unbedingt die Information, dass wir auch schiefe Wände haben, damit das auch in dem 3D-Modell wiedergegeben werden kann. Was wir damit auch machen, ist in unserem Aufgabenbereich, dass wir die Außenfassade tachymetrisch einmessen, und zwar jetzt nicht in einer klassischen GPS-Vermessung, sondern in einer Gebäudevermessung, indem wir Messpunkte anbringen, damit das Gebäude in der absoluten Länge auch wirklich den tatsächlichen Wert entspricht. Das ist auch letztendlich ein Kontrollmaß, damit die Punktwolke auch am Ende so registriert wurde durch einzelne Scanpunkte, damit es funktioniert. Wenn wir jetzt mal reinschauen, wir haben hier, muss ich mal gucken, die benötigte Arbeitsschritte. Was heißt das denn eigentlich für uns? Wenn wir zu so einem Projekt herangehen, dann fangen wir erst einmal an, es von außen nach innen zu betrachten. Wir sagen halt, wir müssen erstmal das tachymetrische Aufmaß machen für das Gebäudeaufmaß. Wir setzen letztendliche Fixpunkte an, und dafür haben wir ein System von der Firma Meteris gewählt, damit wir das auch in die Bauphase übertragen können. Das heißt, so fest angebrachte Messpunkte, die auch im 3D-Modell übernommen werden. Und jetzt kommt so eine Glaubensfrage. Wir haben hier viele Hardware-Anbieter von Laserscannern. Ja, mit welchen Systemen arbeite ich denn? Wir haben terrestrische Laserscanner, wir haben mobile Laserscanner. Die mobilen Laserscanner, die hier in einer Halle sind, sind sehr schnell, sagen wir mal relativ preisgünstig im Verhältnis. Würde es denn nicht ausreichen, so ein Projekt mit so einem System komplett zu digitalisieren? Unsere Erfahrung, nein, es reicht nicht. Die SLAM-Technologie, die da zum Tragen kommt bei einem mobilen Laserscan, ist für die Anforderungen, die wir an das Gebäude haben, zu ungenau, sodass wir für uns entschieden haben, Außenscans nur noch mit einem terrestrischen Laserscan zu machen. Wir persönlich haben uns für die Marke Trimble entschieden, arbeiten mit dem TX8 oder mit dem X12 und würden den mobilen Laserscan von der Firma Navis nur im Innenbereich einsetzen, aber das auch noch nicht mal für jeden Bereich. Das heißt also, den Außenbereich terrestrisch aufnehmen, den Innenbereich in der Planung mit dem mobilen Laserscan. Und da kommt natürlich der Vorteil des mobilen Laserscans voll zum Tragen, denn wir haben ja sehr häufig bewohnte Wohnungen. Wir sind in einem Mehrparteienhaus, was bewohnt ist, ist ja kein entkerntes, kein leeres Haus. Das heißt, mit den Mietern muss ja eine Einigung getroffen werden, dass wir in deren persönlichen Lebensraum eintreten und dass wir dort die Wohnungen scannen, und das in einer angenehmen Zeit. Wenn wir das terrestrisch machen, was wir zu Anfängen auch gemacht haben, dann sind wir mit einer Wohnung 40, 60, 70 Minuten, also durchwegs eine ganze Weile beschäftigt, um also hier die einzelnen Scanpunkte pro Raum aufzunehmen. Das ist weder wirtschaftlich, noch ist es entsprechend zumutbar, und da ist der mobile Laserscan für uns voll tragfähig. Das heißt, wir setzen den Navis VLX ein, um alle Wohnungen dann entsprechend auch mit dem Mobile Laserscan System aufzunehmen. Die Registrierung der einzelnen Punktwolken, die wir dadurch erzielen, die würden wir dann in einem Punktwolkenprogramm von Trimble, das ist RealWorks, zusammensetzen, um letztendlich die Grundlage zu haben, darauf dann die Modellierung aufzusetzen der registrierten Punktwolke, je nach Kundenwunsch in Revit 22 oder in Archicad 26. Wenn wir uns mal anschauen, tachymetrische Aufmaß, in kleiner 1 Zentimeter, da arbeiten wir halt hier mit Totalstationen, und hier auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir hier entsprechend ein System gewählt haben von der Firma Meteris, und Sie sehen da unten rechts in Rot, das ist eine Metallblume, sagen wir dazu. Diese Metallblume wird an die Fassade fest angebracht, sie kann geklebt werden, sie kann geschraubt werden. Sie stellt dann einen absoluten Fixpunkt oder Messpunkt dar, in dem dann solche Schablonen, wie jetzt hier die Targets für den Laserscanner, aufgesetzt werden können, aber für die Totalstationeinmessung auch mit Prismen gearbeitet werden kann, sodass wir beide Messwerte übereinander legen können. Und das führt dann entsprechend auch zu dieser Genauigkeit, die dann gefordert ist.
Das war zu schnell. Der klassische Außenbereich, den machen wir mittlerweile halt, wie schon erwähnt, mit dem terrestrischen Laserscan. Seit neuestem haben wir jetzt auch den X12 mit 2 Millionen Bildpunkten Auflösung. Es ist ein Wahnsinn, was man damit alles erkennen kann. Es ist aber auch ein Wahnsinn, mit welchen Datenmengen wir dann zu kämpfen haben. Das möchte man eigentlich niemandem zumuten. Da muss der Rechner genauso schnell sein wie der Scanner, damit wir überhaupt noch in der Lage sind, mit diesen Datenmengen zu arbeiten. Und einen großen Festplattenspeicher brauchen wir auch noch. Wir sind ja angetreten, dass wir im Außenbereich S-Bild, S-Bild heißt für uns LOG, jetzt kommt immer die Begrifflichkeitserklärung, Level of Geometry, das ist so der Begriff, den wir dafür gewählt haben, und das dann entsprechend auch damit aufzuzeigen. Wenn wir jetzt hier nochmal einen Schritt weitergehen, dann haben wir halt hier den Innenbereich, den wir dann mit dem NAVIS-System machen. Damit machen wir aber nur die Wohnungen, nicht Treppenhaus, nicht Keller, denn selbst das Treppenhaus nutzen wir, wie im nächsten Bild gezeigt, noch mit dem terrestrischen Laserscan, Außenbereich, damit wir dann eine sichere Geschossebene ermitteln können. Und auf dem rechten Bild unten sehen wir, wie dann die einzelne Wohnung als geschlossene Punktwolke in die Etage zwischen Fenster, Leibungen und Erdgeschoss entsprechend positioniert werden kann. Wenn es möglich ist, dass wir das Ganze auch noch tachymetrische Messpunkte haben. Aber ich sage Ihnen, es ist logistisch, technisch nicht möglich, in die Wohnungen bei dem tachymetrischen Aufmaß schon vorher reinzugehen, um nachhinein, wenn wir in die Wohnung dürfen, dann diese Messpunkte zu übernehmen. Am Ende, immer zu schnell. Am Ende sieht man also hier, wie dann sowas sich in einer farbigen Punktwolke zusammensetzt, wenn wir das Ganze dann hier entsprechend mit RealWorks zusammenfassen. Jede Farbe spricht für eine Punktwolke pro Etage und so finden wir dann entsprechend ein Modell, was wir dann am Ende schaffen, in unter 1 Zentimeter Genauigkeit zusammenzusetzen. Und das, was das Werk dann ist, ist dann letztendlich das 3D-Modell, BIM-konform natürlich, sauber modelliert, so dass dann entsprechend die Architekten und Ingenieure dann ihre eigentliche Planungsgrundlage anfangen können. Das sind so die wesentlichen Themen, die wir hier machen. Das ist ein Teil unseres Kerngeschäftes. Ich merke, der Herr Dr. Kauer, der steht hier schon mit Hufen und möchte hier weitermachen. Deswegen muss ich mich jetzt hier auch schon wieder sputen, sage vielen Dank, dass ich diesen kurzen Vortrag halten kann. Wenn Sie diese Präsentation möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich schicke sie Ihnen auch gerne zu. Und wenn Sie Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, freue ich mich, wenn Sie sich mit uns in Kontakt setzen.